Ach ja, Leute, ich bin auch so schlau. Ich habe im vorletzten Part im Zuglevel von Welt 3 vergessen, die goldene Fahnenstange zu holen. Keine Ahnung warum, ich bin einfach nur an die Fahnenstange hingesprungen, ohne überhaupt daran zu denken, sie ganz oben zu erwischen. Ich habe keinen Peil, warum ich das vergessen habe, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall nachgeholt. Und jetzt machen wir weiter mit Welt 4-4. Abenteuer in den Trampolinbergen. Und die Challenge von diesem Level ist folgende. Ihr müsst mit Mario spielen. Ihr dürft keine Power-Ups benutzen. Und was die eigentliche Challenge ist, das sage ich euch erst gleich. Weil die Challenge beginnt erst in der zweiten Hälfte des Levels. Deswegen dürft ihr auch hier wieder einmal den Checkpoint schon benutzen, weil ihr am Anfang ja nichts beachten müsst. Der Schwierigkeitsgrad dieser Challenge liegt bei, Achtung, haltet euch fest, 9. Es ist die bisher mit Abstand schwierigste Challenge. Ich habe richtig, richtig lange gefailt. Das Video von der Challenge ist auch verdammt lang. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich es splitten soll in kürzere Parts, aber ich habe es dann doch am Stück gelassen. Ja, ihr werdet euch auf jeden Fall freuen, wenn ihr das seht, denke ich mal. Und wie gesagt, zu der Challenge kommen wir gleich, wenn wir dort sind. Also Checkpoint dürft ihr benutzen. Erstmal müssen wir aber noch hier hoch, weil hier oben noch was ist. Genau. Wie kommen wir denn hier eigentlich am besten hoch? Wahrscheinlich mit Katze. Aber es gibt hier keine Katze. Oder mit so einem Trampolin-Gegner, aber da ist gerade irgendwie auch keiner da. Ich glaube, man soll eigentlich von da links, wo ja welche waren, so einen Trampolin-Gegner mitnehmen, aber da habe ich jetzt keine Lust. Ich mache jetzt einfach hier in dem Let's Play quasi eine Mini-Challenge, nämlich hier hochkommen, ohne so einen Idioten zu benutzen. Was ja auch möglich ist. Das ist ja mal wieder so ein typischer Sprung, wie wir ihn schon in der. Na, ich stelle mich aber schlecht an. Wie wir ihn schon in der Challenge von Welt 2-2 haben machen müssen. Nämlich hier an so einer Wand hochkommen. Na, aber ich krieg's gerade nicht hin. Jetzt so. Okay. Und dann einfach zwischen den beiden, boah, Trampolinen hier hin und her springen und dann kriegt man den Grünstern. So, wo ist denn eigentlich der Stempel? Habe ich den schon verpasst oder nicht? Ich hoffe mal nicht. Also ein Grünstern kommt, glaube ich, noch. Ja, genau, der ist ja hier. Ja, doch, und der Stempel kommt auch noch her. Okay. So, wieder hier den Trampolin-Gegner benutzen, um hier hochzukommen. Und das war's schon. Gut. Und jetzt beginnt die Challenge. Also, mit Mario ohne Power-Ups müsst ihr jetzt hier alle diese Para-Pünktchen, wie sie heißen, habe ich extra nachgeschaut, die müsst ihr alle besiegen. Und wenn ihr auf diese Plattform hier geht, dann fährt sie los. Und das Problem ist, ihr dürft diese Gegner nur töten, solange sich diese Plattform hier in, solange diese Plattform hier in Bewegung ist, beziehungsweise wenn sie dort vorne angekommen ist, wo wir hinwollen, dann wird sie wieder zurückfahren. Ihr müsst aber alle Gegner besiegt haben, bevor die Plattform wieder zurückfährt. Denn, hier ist der Stempel, sobald die Plattform hier jetzt gleich zum Stillstand gekommen ist, nämlich genau jetzt, dann müssen alle Gegner tot sein und ihr dürft dann auch die Plattform nicht mehr berühren. Also ihr dürft auch gar nicht mehr zurückfahren. Ihr müsst dann, wenn ihr hier seid, alle Gegner schon besiegt haben. Okay, verstanden. Ich hoffe doch. Also mit nur, ich erkläre es nochmal, mit nur einer Fahrt alle Gegner töten, mit Mario ohne Power-Ups. Sobald die Plattform hinten zum Stillstand gekommen ist, dürft ihr sie nicht mehr berühren. Und wenn sie zurückfährt, dann natürlich auch nicht mehr. Und bis dahin müssen auch alle Gegner besiegt sein. Aber ihr müsst das Level natürlich auch trotzdem noch abschließen. Also ihr müsst auch ans Ende hinkommen. Gut. Und diese Challenge ist wirklich verdammt, verdammt schwierig. Denn man muss schon frühzeitig sehr, sehr viele Gegner besiegen, weil man relativ wenig Zeit hat. Weil vor allem ganz am Ende nochmal verdammt viele von diesen Para-Pünktchen kommen und man muss sie alle besiegen,
bevor die Plattform zum Stillstand gekommen ist oder wieder zurückfährt, denn man muss es ja auch irgendwie ans Ende schaffen, und wenn die Plattform stehen geblieben ist, darf man sie ja nicht mehr berühren. Und wenn sie zurückfährt, dann eben natürlich auch nicht mehr. Gut, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Challenge. Das kann ich aber nicht versprechen, dass ihr Spaß haben werdet. Denn es kann auch sein, dass, ich weiß nicht, ihr euren Controller zerstören werdet oder so. Gut, und hier machen wir jetzt noch ein kleines, schnelles, kurzes Rätselhaus. Mit insgesamt 10 Prüfungen. Beim letzten Rätselhaus war es ja so, dass wir jedes Mal Gegner besiegen mussten. Und jetzt müssen wir hier immer durch so kleine Parcours durch, um am Ende dann einen Grünstern zu kriegen. Sollten wir eigentlich hoffentlich im ersten Versuch hinkriegen. Denke ich mal. Ja, das ist schon ein bisschen eng hier, aber einfach so schön entlanglaufen. Ich glaube, das ist jetzt nochmal ein Münzblock, genau. Der soll einen nochmal aufhalten vom Grünstern. Oh, das war knapp. Aber man kann ihn auch einfach aktivieren, nachdem man den Grünstern eingesammelt hat, denn dann hält die Zeit ja an. Also wenn man den unbedingt noch mitnehmen will, kann man das ruhig machen. Hier einfach durchrennen, dann kann euch nichts passieren. Okay. Aber ich glaube sogar, die 9. und die letzte Stufe sind relativ schwierig. Aber trotzdem gut möglich. Also hier sind jetzt viele Goombas, die einen nerven wollen. Oh, sie haben es sogar geschafft, mir meine Box wieder abzunehmen. Gut, hier einfach entlang rennen. Euch gar nicht stören lassen von den Katzenkugelwildis hier. Und dann geht das relativ einfach. So, und die letzte Stage. Hier machen jetzt die Spikes immer die Plattformen kaputt, aber ist auch kein großes Problem. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. First Try XD. Einige Grünsterne kommen auf unser Konto. Und wir können weitermachen in Welt 4-5, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ja, in Welt 4-5. Die verlorene Stadt in den Spikebergen. Diese Challenge ist mal wieder ein bisschen klassischer. Ihr müsst nämlich mit Toad spielen. Ihr dürft keine Power-Ups benutzen. Und es ist ein ganz stinknormaler, popliger Speedrun. Ihr müsst das Level abschließen mit noch mindestens 330 Sekunden Restzeit. Ihr dürft natürlich wieder keine weiteren Uhren einsammeln, ist ja klar. Aber sonst gibt es nichts weiteres zu beachten. Die Schwierigkeit dieser Challenge liegt bei 3 Sternen. Es ist also auch nicht so sonderlich schwierig. Und ja, ist mal wieder ein bisschen klassischer, weil ein Speedrun hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Genau genommen ja sogar seit Welt 1.1, denn das war ja der allererste Speedrun. Denn in Welt 2.1, das war ja kein hundertprozentiger Speedrun, sondern eher ein Speedwalk, wie ich es ja immer genannt habe. Und es werden auch noch ein paar Speedruns vorkommen, aber nicht mehr so mega viele, eher so ein bisschen verstreut. Es gibt ja ein paar Challenges, die nach einer Zeit immer mal wieder zurückkehren, die wir also öfters sehen werden. Was zum Beispiel auch öfters mal noch vorkommt, ist, dass ihr überhaupt keine Punkte einsammeln dürft in dem Level, dass ihr also das Level mit 0 Punkten abschließen müsst. Oder auch, dass ihr die ganze Zeit in dem Level ZR gedrückt halten müsst. Ja, oder sowas. Es gibt also ein paar Challenges, die immer mal wieder zurückkommen. Oder zum Beispiel das Nicht-Gras-Berühren gab es ja jetzt auch schon 2-mal. Das wäre vielleicht sogar hier auch ganz interessant gewesen, aber ich glaube sogar auch unmöglich. Aber ich weiß es nicht sicher. Müsste man dann hier die ganze Zeit am Rand entlang laufen. So, und hier ist jetzt ein relativ böser Grünstern. Man muss nämlich hier entlang, man braucht auch eine Katze. Eigentlich denkt man überhaupt nicht, dass man hier überhaupt etwas verstecken könnte, aber doch. Hier ist tatsächlich ein Grünstern. So, einer fehlt uns noch. Und ich sehe ihn schon. Dort ganz hinten. Und diese Stelle hier ist sogar relativ schwierig, finde ich.
über diese schwankenden Plattformen und dann noch diese Stachelbalken da. Das ist tatsächlich, keine ganz so einfache keine ganz so einfache Stelle hier. Selbst jetzt für das normale Let's Play. Aber es sollte trotzdem kein Problem sein. Wie oft bin ich eigentlich schon in dem normalen Let's Play jetzt gestorben? Also einmal auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr wo. Aber irgendwann bin ich schon mal gestorben, das weiß ich. Ich glaube zweimal. Ich glaube, ich bin nochmal dann irgendwo gestorben. Aber ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber wie gesagt, der Anfang von dem Spiel ist ja auch wirklich ziemlich geschenkt. Eins meiner Lieblingslevel. Ja, war cool. Der Stempel und der zweite Stern. Ja, die waren beide so oben, wo man da so entlang klettern konnte. Das kann ich verstehen, dass man die nicht sofort findet. So, dann machen wir natürlich nicht das Castle, ihr kennt es inzwischen, sondern wir machen erst hier noch diese Röhre. Was sagst du eigentlich? Nicht viel. Hier ist jetzt, glaube ich, das erste Versteck, genau, das erste Versteck der Feuerbrüder. Das habe ich ja schon mal angesprochen, von diesen gibt es, soweit ich weiß, 4. Und das ist jetzt endlich mal das erste. Hier ist es jetzt, glaube ich, noch ganz normal, einfach ein ganz normaler Kampf gegen 3 Feuerbrüder. In den, wow, jetzt hat der eine seinen Kollegen gekillt. Cool. In den späteren Versionen von diesem Kampf lassen sie sich dann noch ein bisschen mehr was einfallen. Aber das werden wir ja dann noch sehen. 10 Sekunden XD. Jeder schreibt was mit XD. Und als Belohnung, dass wir diesen Feuerbrüderkampf hinter uns gebracht haben, haben wir Zugang zu einem Stempelhaus. Das heißt, für die, ja gut, für die 100% muss man es eh machen, wegen dem Grünstern. Aber es ist auch noch wichtig, dass man hier entlang geht, wegen dem Stempel, den man kriegt. Und seht mal, da ist wieder mal ein Pixel-Luigi. Und wir kriegen wieder mal eine Fee, die diesmal ein bisschen aggro ist. Gut, dann können wir uns jetzt aber das Castle vornehmen. Denn sonst haben wir alles in Welt 4 geschafft, soweit ich weiß. Und ich kann euch ja gleich mal was über die Challenge dort erzählen. Ihr müsst mit Mario spielen. Ihr dürft keine Power-Ups benutzen. Und, ja gut, ich erzähle euch es doch noch nicht. Denn die eigentliche Challenge beginnt wieder mal erst beim Boss. Das heißt, das eigentliche Level könnt ihr ganz normal spielen. Und hier tauchen jetzt wieder diese Karumpels auf, gegen die wir ja schon gekämpft haben. Das sind diese Felsen. Die hier nämlich. Und in der Challenge habe ich auch davon gesprochen, dass... also ich habe wieder über den Checkpoint gesprochen, weil es hier ja eigentlich wieder Sinn machen würde, einen Checkpoint zu erlauben, weil ja die Challenge erst bei dem Boss beginnt und man das eigentliche Level ganz normal spielen darf. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Warum, das erkläre ich dann auch noch in der Challenge. Was mir allerdings nicht aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es in diesem Level überhaupt gar keinen Checkpoint gibt. Das ist mir nämlich danach erst aufgefallen. Da habe ich mir so gedacht, was? Da kann ich mich auch überhaupt gar nicht dran erinnern, dass es überhaupt ein Level gibt, in dem kein Checkpoint existiert. Finde ich auch irgendwie komisch. Das Level ist auch nicht lang, deswegen kann ich es nachvollziehen, aber... Ja, komisch. Hier könnte man zum... Ja, obwohl... Ja, das ist schlecht, weil da vorne ist dann ist nämlich schon der Boss. Also, ja, das Level ist zu kurz von den Checkpoint, das ist das Problem. Okay, hier müssen wir jetzt einen hierauf und uns selber hierauf. Okay. Und man braucht auch die Katze, denn hier oben ist auch etwas, entweder Grünstern oder Stempel. Der Stempel ist hier. Okay. Ist eigentlich auch relativ fies versteckt. Und der letzte Grünstern, für den brauchen wir wieder einmal einen von den Karumpels. Wir müssen den nämlich hier hinwerfen, denn die können für uns auch Grünsterne einsammeln. So, jetzt kommt der Boss und daher kommt jetzt auch die Challenge. Das ist der Boss, Boss Karumpel. Und der holt gleich am Anfang 3 seiner kleinen Felsen raus. Und ihr müsst diesen Boss besiegen mit nur diesen 3 Felsen.
Es ist nämlich so, dass wenn er über sie drüber rollt, er sie tötet und dann neue holt. Man kann ihn nämlich nur mit diesen Felsen besiegen, weil man sie auf ihn werfen muss. Und ihr müsst ihn besiegen nur mit diesen drei ersten Felsen. Das heißt, es darf keiner von ihnen zerstört werden, sondern ihr müsst alle drei nehmen, um ihn zu treffen. Problem ist aber, nachdem ihr ihn einmal getroffen habt, macht er hier selber eine Attacke. Und währenddessen kann man ihm auch nicht schaden. Das heißt, ihr müsst dann quasi irgendwie versuchen, die noch übrigen beiden Felsen zu bewachen, damit er sie eben nicht zerstört. Und das ist das Coole an der Challenge. So mega schwierig ist sie nicht. Sie bekommt ebenfalls 3 Sterne. Aber ich finde, sie ist relativ cool. Und ja, schaut doch mal, wie ihr euch dabei schlagt. Der Boss an sich ist eigentlich auch ziemlich cool, finde ich. Den mag ich. Aber den nächsten Boss, der in Welt 5 kommen wird, den mag ich noch mehr. Der ist verdammt cool und auch ziemlich innovativ. Aber der hier ist auch schon cool. Jetzt im Vergleich vor allem mit dem ersten Bosskampf gegen Bowser in seiner Karre. Der war, den fand ich jetzt nicht so toll. Aber den hier gegen den Boss Karumpel, der ist schon echt cool. Okay, wunderbar. Damit haben wir auch Welt 4 abgeschlossen und die vierte Fee befreit. Und wir kriegen natürlich einen Stempel von einem Karumpel. Wie passend. Ja, keiner sagt irgendwas Besonderes. Und damit können wir jetzt schnurstracks zu Welt 5. Denn diese Fee erschafft natürlich wieder mal eine Röhre, durch die wir durch können. Da ist sie schon. Gut, dann gucken wir natürlich noch ganz kurz in Welt 5 rein, wie sie dann so ausschaut. Es ist eine, ja, so Strandwelt, würde ich mal sagen, aber ich weiß es nicht genau. Aber das erste Level ist auf jeden Fall ein Strand, deswegen vermute ich das mal. Und im nächsten Part werden die Challenges sehr, sehr interessant. 5.1, da ist die Challenge sehr, sehr cool und 5.3 ist eine meiner Lieblings-Challenges. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und wenn euch dieser Part und die Challenges in diesem Part gefallen haben, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben, wie ihr euch angestellt habt. Das würde mich vor allem bei Challenge 4.4 interessieren, die mit den 9 Sternen, die ja wirklich ultra schwer ist. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch ein Abo dalassen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal zu den nächsten 3 Leveln mit den entsprechenden Challenges wieder einschalten. Ciao Leute!